Also ich würde mal sagen, hallo liebe werte Zuschauer, willkommen zurück bei Spotify. Wir haben es vollbracht, die Menschen zu ewiger Verdammnis zu verdammen, weil sie jetzt auch von Glens getestet werden. Und wir haben ein DLC gefunden, der sogar gratis war, und den machen wir jetzt. Genau, der DLC musste allerdings bei Samir nochmal extra runtergeladen werden. Bei der PC-Version wurde er wahrscheinlich irgendwie dazu gepatcht. PS3 nicht. Genau, und deswegen haben wir jetzt 2 Stunden geredet und versucht, das hinzubekommen, aber naja. Jetzt kann es ja losgehen. Juhu! Au. Ich fliege, fliege, fliege. Da. Im Sause Wind. Ach ja, genau. Und auch am Land auf meinem Kissen. So, hier ein kleiner Disclaimer. Für alle, die die Hauptstory nicht kennen, empfehle ich, sie nachzuspielen bzw. nachzuschauen. Denn dieser Extra-Kurs spielt nach der Hauptkampagne. Spoiler Alert! Auf geht's! Ich habe übrigens wieder die Partnersicht aktiv, weil ich auf jetzt nicht mit dem Controller spiele, sondern wieder auf Tastatur. Ich weiß nicht, habe ich während des normalen Let's Plays gewechselt? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich auch nicht. Weil ich nur aus meiner Sicht das sehe und ja. Ja, also Partnersicht, solange mein kleiner Finger nicht abfällt, habt ihr sie. Ansonsten kann man da ja irgendwie was Tolles draufstellen, ich weiß nicht, so... Den anderen kleinen Finger. Ich hab nur meinen kleinen Finger abgenommen und draufgelegt, der hält das jetzt fest. Okay. Okay, alles klar. Kannst du mir deine Hand geben? Dann kann ich mir mal deinen kleinen Finger leihen. Ich will gleich die ganze Hand haben. Oh Mann. In der Zukunft, seit euren letzten Tests mit mir, sind 100.000 Jahre vergangen. 100.000 Jahre, okay. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Ohne euch. Was? Tests haben jetzt nur noch eine rein künstlerische Bedeutung. Guck mal nach links. Ja, zur Info, keiner von uns hat diese Testkammern je gespielt. Das ist auch schwer, weil ich das gerade... Und ich mit dem Shadowblader die Kampagne hier nachgespielt habe und er mir das gezeigt hat, sonst wüsste ich das nicht. Und ich mich gesträubt habe, es mit ihm sofort zu machen. Weil ich das erst mit dem Samio machen wollte. Way. Das heißt, diesmal kennt mein werter Herr Partner diesmal nicht alle Rätsel schon im Voraus, sodass wir uns beide mal mit der Bett anstecken können. Ich wusste bei den anderen Sachen auch nicht alles. Ja, aber auch genug. Ja. Das stimmt auch. Kannst du irgendwas mit meinen Portalen anfangen? Da oben ist ein Loch. Das heißt, du kannst irgendwas durchschmeißen? Ich könnte vielleicht hier irgendwas rausschmeißen. Kannst du irgendwas mit dem Laser machen? Moment, ich glaube, der Knopf hier gibt mir einen Würfel, glaube ich. Dann solltest du da drunter vielleicht ein Portal setzen. Ja, aber erstmal möchte ich den Würfel ausprobieren. Naja, sonst wäre er ja weg. Ah, du kannst die Dings kaputt machen, gell? Vielleicht. Ja, ja, und einer fehlt noch. Moment. Da. Ah, Hilfe! Ach, Moment, das ist ja gar kein Tür. Das ging beim letzten Mal schon schief. Aber dein Körper sieht dem extrem ähnlich. Also willst du den jetzt einfach auch haben? So ein Tipp. Kannst du da irgendwas machen? Also da irgendwie rechts vorbei oder so? Nee, komme ich nicht, aber ich versuche mal dir einen rüber zu schicken, damit du das machen kannst. Was auch immer ich mit dem hier anstellen könnte? So, da hast du einen. Und was soll ich jetzt damit? Keine Ahnung, ich schmeiß ihn ins Wasser. Okay. Oh, ich glaube, ich hätte da sogar eine Idee, wenn du da ein Portal setzt und hier. Da ist auch eins, wo ist eins? Da, wo der Laser ist. Achso, Laser, okay, Laser. Achso, damit man auch, okay. Ja, und dann kannst du vielleicht mit deinem Würfel. Also, ich kann schon mal das da machen. Denn ich glaub, warum haben wir das vorhin übersehen? Dann solltest du... Warte mal, ich schick mir mal den Kubus rüber. Oh, ja.
Ah, da haben wir wieder die ganzen Portale. Voll witzig. Neu den Würfel setzen. Ja, komm, komm, Krieg. So, und jetzt musst du mir hier wieder das Teil hinmachen. Jetzt muss ich ja erstmal wieder alles umsetzen. Hier, nein. Ja. Und hier drauf. So. Legen Sie los. Und jetzt kannst du ungehindert zum Ziel. Yay. Und ich mache erstmal die Decke kaputt. Schön. Genau, so muss das. So, weiter geht's. Wir sind ja immer noch getrennt. Mann! Da kann ich dir ja gar nicht wehtun. Jenseits der Mauer. In Ost und West geteilt. Das hört sich ziemlich... realistisch an. Bevor du mir... ziemlich in der Vergangenheit gesetzt, meinte ich eigentlich, aber okay. Realistisch kann man auch so sehen. Hier ist so ein Portal, das ich beinahe in die Grube geworfen hätte. Was? Naja, ich bin da gerade beinahe rausgewandert. Hallo. Einfach so... Wow. Na nü? Ach, das ist eine Geste, die kann ich nicht machen, weil wir... Au. Kann mich da aus... Also ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Ich mach das mal etwas unprofessioneller. Denn... hier bekomme ich einen Kubus. Nein, einen Ball. Noch schlimmer. Da kann ja gar nicht mehr schief gehen, so oft wie wir Ball. Du kriegst den jetzt rübergeschossen. Dein lila Portal ist falsch gesetzt. Um mich hier rüber zu kriegen, hat es doch gereicht. Ja. Ich habe so gerade so im letzten Moment gemerkt, dass ich vielleicht das Portal einmal setzen sollte. Da. Durch einmal. Das muss hier rein, oder? Nein, ich glaube nicht. Das sieht interessant aus. Dann lass ich mal so liegen. Er rollt. Jetzt steht er. Ah, man kann das Ding auch so ablegen. Ich frage mich gerade eher, was ich hier machen soll. Ich versuche den Ball nicht wegrollen zu lassen, aber das ist ein bisschen schwierig, weil es ein Ball ist. Aber auch einen Ball kann man zum Stoppen bringen. Ja, aber hier nicht irgendwie. Guck mal, der rollt doch immer weit. Da ist die Grube und hier ist diese Wand. Ich kann ihn nirgendwo. Dann behalt ihn doch mal in den Händen. Ja, aber ich muss hier doch Portale setzen. Ja, nee. Ist verboten. Aber was soll ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Also da ganz hinten ist so ein Melde, wo der wohl rein muss. Dann. Oder Moment, ich hab eine Idee. Moment. Mach nochmal einen neuen Ball. Ah, okay, warte. Dann weiß ich, was du vorhast. Denke ich. Ja, weil ich kann hier mit dem Ball einfach nichts anfangen. Ich habe gemerkt und gesehen, es gibt hier sowas. Du musst du Portal umsetzen? Weiß ich nicht. Du solltest vielleicht darüber gehen. Okay. Kannst du, warte mal, geh mal da durch. Ja, dann komme ich da auf der anderen Seite drüber, ja, kann ich machen. Das könnte komplizierter werden, als es aussieht. Da versuchen wir es einfach nochmal. Okay. Ball kommt. Ja, ich guck, wenn er aus meinem Portal raus ist. So, und dann... Jetzt wurde ich in Skype angeschrieben, das gibt es doch nicht. Ja, Achtung, Ball kommt. Ball kommt, Ball gefangen. Wunderbar. Da würde ich sagen, einfach da rein und dann müsste das gewesen sein. Sollte, ja. Yay. Hallo. Und ich wollte dich umarmen. Tja. Sack. Naja, ich habe das Umarmen nicht so schnell gefunden, hätte ich die andere Richtung drücken müssen. Freut mich, dass es euch gefallen hat. Ihr habt euch ja Zeit gelassen. Nicht, dass ihr es eilig hätten. Die Erde. Kaputt? Wo bist du? Ich bin
bin in meiner Röhre. Hi. Ja, ich kann nichts machen. Man musste ganz nach hinten. Gut zu wissen. Naja, man sollte drinstehen, bevor man drinsteht. Was? Quatsch, nein, wie kommst du darauf? Naja, weil draußen stehen nicht das gleiche wie drinstehen. Und wenn man drinstehen muss, als notwendige Bedingung, um teleportiert zu werden, beziehungsweise zerstückelt zu werden, dann schon, ne? Ja. Ja, ja. Ich konnte dir zwar gerade überhaupt nicht folgen, aber okay. Da, dann schreibt doch mal in die Kommentare, Leute, wer war fähig, meinen genialen Ausführungen zu folgen? Nicht. Oh, schade. Niemand. Niemand? Nein, einer. Oh. Hilfe! Das sah ein bisschen knapp aus. Ein wenig. Ich schlafe. Okay. Aber es kann euch immerhin zerstampfen. Aber GLaDOS ist respektabel? Nee. Was tust du da? Ich hab einen Würfel in der Hand und werde an den Band gedrückt. Gibst du mir mal bitte den Würfel? Da. Oh, hier ist schon wieder einer von diesen tollen Laserbändern. Ja. Das Problem ist hier hinten was damit anzufangen. Ein Moment. Wenn ich da ein Portal hinsetze und da eins, dann habe ich da jetzt irgendwas aktiviert. Da diese, also auch immer Zerstörer ja hier der Portale und Gegenstände kaputt machen. Ah, okay. Nächste Frage, wie soll ich jetzt zu dir kommen? Gar nicht, also das Einzige, was hier ist, ist eben der Zugriff auf diese Laserwände. Mehr ist hier nicht. Okay, gut, dann... Die Frage ist jetzt, was soll ich damit machen? Ja, keine Ahnung. Komm mal runter. Komm mal runter, Mann. Und jetzt dreh dich mal um. Weil da oben ist der Ausgang. Ja. Kannst du da unten irgendwo ein Portal setzen? Sieht hier nicht so aus. Hier ist aber so ein... Dann, warte. Bleib mal darauf stehen. Das fällt jetzt nicht hoch. Scheiße. Au! Warte. Ja, den Laser da rein irgendwie. Das. So. Die Wand kann ich hier halt wegnehmen, aber ich weiß nicht. Au! Achso, nochmal zurück kurz. Ah! Okay, du hast die Wand. Ich hab die Wand. Alles klar. Bist du drauf? Bisschen, ja, ja, bin drauf. Hui! So, und jetzt? Haben wir ein Problem? Oh, ich glaube, ich... Nee. Ah, okay. Moment. Was hast du vor? Mach noch mal. Nee, Moment, das krieg ich hin. Oder geht der Laser da durch? Da mach ich einen Trigger. Was hast du vor? Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass der Strahl halt für eine Weile blockiert wird, irgendwie. Ich glaube, den kannst du nicht blockieren, aber ich glaube, du kannst... Irgendwas muss ich aber machen. Ich glaube, du kannst den Dings blockieren, den... Warte mal, ich habe da eine Idee. Setz mal dein Ding dahin. Okay. So. Und wenn ich jetzt das... So lasse. Moment. Das müsste ja eigentlich funktionieren. Könnte, sollte. Gehen wir mal raus. So. Achso, dass er halt wirklich genau in dem. Ja. Genau. Genau das hatte ich vor. Cool. Okay, ja, du musst eigentlich nur noch auf die Plattform.
Aber du auch. Ja, ich komm danach. Ja, dann komm. So. Ich hoffe, das klappt jetzt so. Ich glaube, du hast ihn wieder in die richtige Richtung reingeschmissen, denn sonst könnte er in die falsche Richtung schießen vielleicht. Zum Beispiel so. Scheiße! Verdammt! Naja, das Ding ist halt richtungsabhängig. Also muss ich da mit rein? Nee, du musst halt nur gerade einwerfen, denke ich. So frontal, also dass der Ding nach vorne zeigt, so. Und wieso bin ich jetzt an genau der falschen Stelle? Weiß ich. Aber auf jeden Fall klappt der Plan. Also. Ja, ne? Du hast den. Was? Du hast den jetzt ernsthaft da rausgeklaut? Ja, warum nicht? Alter. Hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Ja, das geht halt. Mit. Den ich nicht habe. Wieso? Ich habe die Fähigkeit, die ganze Zeit an der richtigen Stelle zu stehen, außer im richtigen falschen Moment und in der falschen Röhre. Die waren doch früher andersrum. Ja, waren sie. Aber trotzdem sind die Farben immer noch richtig. Ja, aber das war jetzt Gewohnheit. Wenn doch voll in die blaue Röhre. Ich fühle mich wohl. Der Reparaturroboter muss sich an mich gewöhnen und nicht andersrum. Hm. Anpassung, mein Arsch. Gott. Ist dir schon mal aufgefallen, dass ich mit dir nur Scheiße laber? Ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Diese Kamera ermöglichen, dass sich durch eine künstliche Sicherheitsgenetik keine Erkenntnisse gewinnen lassen. Ihr werdet sehen, was ich meine. Das sieht aus wie ein Schwimmbad. Okay. Ja. Ich widerstrebt es mir, persönliche Interpretationen in das künstliche Objekt zu einbeziehen. Muss nur noch entkalkt werden. Ich glaube, ich verschiebe den Ausflug aufs nächste Mal. Ist da ein Knopf? Hatten wir diesen Raum nicht schon mal? Nein. Der sieht mir aber extrem bekannt aus. Ernsthaft? Ja, wir hatten sowas, wo man hier in den, wo ich in den Raum gegangen bin und da ist hier irgendwas Ding rübergeschossen und da muss man im richtigen Moment das hier irgendwie abfangen. Da musste ich da rübergehen. Ja, stimmt, klar, sowas gab's. Ja, sag ich doch. Hi. Okay, was? Warte mal. Super intelligent. Ach du heilige Scheiße. Das nämlich. Das sieht verdammt kompliziert aus, mein Sohn. Das war's ja auch. Also nein, nein, das, wo ich gerade hier. Was zum. Was zum. Oh, okay, nein, warte. Du ja, musst. Fuck, komm mal her. Das Ding von oben nach unten durchgeschickt. Oh, Scheiße. Das sieht ernsthaft verdammt kompliziert aus, weil es ein Element aus dem ersten Teil hat. Wie Element aus dem. Aua. Guck doch mal. Der unendliche Fall einerseits. Ja, 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 und dann. Und dann hier raus katapultieren und irgendwie da. Und da musst du anscheinend irgendwas machen. Ach, dass es durchfliegt erstmal, das war's. Irgendwie musst du erstmal dafür sorgen, dass es durchfliegt und dann auf der anderen Seite. Ja, aber diesmal nicht mit einem Kubus, sondern mit mir. Aber toll, jetzt habe ich einen unendlichen Fall. Wir brauchen trotzdem am Ende einen. Ich bin verwirrt. Irgendwie klappte das nicht richtig, weil ich komme nicht an beide Seiten ordentlich gleichzeitig denn nicht. Ich bin ernsthaft verwirrt. Oder doch? Was ich schlimm bin. Ach so, das war das Problem. Ich konnte nicht auf beiden Seiten setzen, weil ich die Portale brauche, um auf die verschiedenen Seiten zu kommen. Was? Ich kann nicht von beiden Seiten da ein Portal draufsetzen.